Wollt ihr Penis anfassen? Ja! Sehr verehrten guten Tag, wir sind hier auf der Hanfmesse. Ich stehe schon von Anfang an drin, weil ich glaube, okay. Das kann ich besser. Natürlich. Dann, heute habe ich hier den Aaron mit dabei. Er ist ja immer sehr frech auf den Messen. Ja. Er hat ja viele Messenvideos. Und da habe ich gesagt, ja, komm doch mal auf der Hanfmesse, da sind die Leute chillig und nehmen das bestimmt lockerer, seine Veräppelungen, hoffen wir mal. Bringst du mir dann bei, wie man so schön frech auf Messen wird, oder? Kannst du das machen? Ganz ehrlich, wenn ich dein Kameramann wäre, würde ich nur die alte filmen. Die ist ja der Knaller. Ja, ihr wollt auf YouTube sein? Auf YouTube? Ja. Hey, du musst hier frech sein. Da wolltest du hier frech. Ich kann nicht auf ja. Kann ich diese Cappies rauchen? Rauchen? Ja. Aber die Frage ist halt, ob man da was spürt. Man kann ja theoretisch alles rauchen, ne? Ja, das stimmt. Okay. Verarsch ihn mal. Ja, ich konsumiere eigentlich nur alle 1 bis 2 Wochen so. Es gibt ja, was man dazu sagen muss, es gibt verdammt viele YouTuber, die Gras konsumieren. Also ich habe schon mit so vielen YouTubern... Wer hat dich denn alles abonniert? Dann wissen wir's. Ich weiß nicht. Ich glaube, die mögen... Weil die, ich glaube, die wollen das nicht... Ich kann es dir ins Ohr flüstern. Du hast mir vorhin gesagt, Julian Bam. Und Unge sicher. Die haben mich auch nein, abonniert. Nein. Unge hatte nur meinen alten Kanal abonniert. Aber das ist, glaube ich, so ein weit verbreitetes Missverständnis. Ich glaube, Unge kifft nicht mal. Der schaut nur so aus. Der guckst, er würde ich auch denken. Da passe ich jetzt gerade nicht hin. Ich mache Kanäle draußen. Seit 1977 bin ich dabei, zu rauchen. Täglich. Täglich. Aber lieber vaporisieren, würde ich mal sagen. Vaporisieren? Nikotin ist nicht gut. Das ist die Brille, dass man nicht sieht, wie high du bist. Genau. Ich bin total sowieso. Und auch Freund von anderen Drogen oder nur Hand? Nur Hand. Bin ich auf Acid wie du jeden Tag. Tut mir leid, Mann. Also, es ist ja in Deutschland verboten, Hand abzubauen. Ja? Ja? Aber hier zeigen die dir, was du dafür brauchst. Paradox, ja. Das war auch so paradox bei mir im Laden. Man darf kein Gras verkaufen, aber die Leute kamen rein, einmal OCD lang schwarz. Ja. Und es waren meistens Leute in Anzügen, wo du immer so dachtest, geil! Wisst ihr, was? Wisst ihr, was noch paradoxer ist? Und zwar in Amsterdam, viele denken ja, in Amsterdam ist Gras legal, aber das ist nur entkriminalisiert. Der Anbau ist in Amsterdam noch stärker bestraft als in Deutschland. Das heißt, aber kriegen die Zeug? Ja, genau. Die kriegen das illegal, genau wie die deutschen Coffeeshops in Amsterdam kriegen das von illegalen Dealern. Hast du irgendwie, ich bin ganz ehrlich, ich habe in meinem Leben einmal gekifft. Und ich ganz ehrlich, ich muss sagen, das Problem ist, wir hatten keinen Tabak, ich und mein Kumpel Sören, den ich gerne grüße. Wir haben das mit Tee gemischt. Aber ist doch gut. Den guten Pfefferminztee von Meissner. Das ist viel gesünder. Und ich muss sagen, er hat geraucht. Hast du nichts gespürt? Dann warst du so ein bisschen chillig und dann dachte ich mir aber so, boah, und dafür hat er jetzt einen Zehner ausgegeben, brauchst du nicht. Ja. Um entspannt zu sein, kann ich mir dann noch einen runterholen. Ja, aber das hält nicht so lange. Ne? Das stimmt, deswegen 5 Minuten. Außer du gehst den ganzen Tag so rum, dann. Aber ich gucke außerdem auch viele KTR-Videos, deswegen kann ich öfter. Ah, aber mit Poppers hattest du doch bestimmt schon mal erfahren. Poppers? Da bist du Experte nach. Poppers? Poppers ist so, neben vor allem Schwulen, der After geweitet. Und dann ist das eine leichte Sache. Ich kenne das, wenn David Heinrich nutzt, wenn die beide alleine sind, aber ich benutze das nicht. Ja, aber das Versteck eingebaut. Hast du da die Markenrechte von Pringles, dass du das machen darfst? Nein, das ist mein Geschäftspartner Ken Sip, er ist der Hersteller dafür. Er ist auch Künstler. Bei uns in Österreich wird das produziert. Dort fällt das als Künstlerarbeit hinein. Deswegen wird das auch als Scherzartikel verkauft. Also als Parodie, so wie Nathan for You. Richtig. Kennst du Nathan for You? Ja, das sagt man leider. Der hat einen Stamm Starbucks gemacht. Wenn ich und der Junge ein Roadtrip in die Niederlande machen sollen, was sollen die machen? Ein Kommentar und einen Daumen nach oben. Und beide abonnieren. Ja, und beide abonnieren. Und sehr gut. Dann gibt es ein richtig nice Video. Aber ich finde es halt problematisch, dass die Leute, die das wollen, da so Probleme haben. Ja, genau. Ja. Ich habe gehört, euer Stand wurde ausgeraubt. Das ist korrekt, ja. Wie viel Schaden ist entstanden? Uns fehlen ungefähr 100 Stück, das sind leider... Aber ich hab jetzt bei uns im Hotel 102 gezahlt. Oh, ich würde mal schießen. Komm mal kurz mit. Cool, findest du? Aaron, was sagst du dazu, dass du hier deine Zuschauer triffst? Hättest du das gedacht? Nee, ich weiß nicht. Wenn ich auf der Hanfmesse bin und Stenker, sagen viele Scheiße, aber viele feiern es. Auf der Manga-Messe das Gleiche, bei der Venus auch das Gleiche. Es ist überall immer das Gleiche. Es gibt Leute, die verstehen den Spaß und es gibt kleiner Gruß am Mikrofon. Aber schreibt mal in die Kommentare,
wer von euch schon vorher beide Kanäle kennt. Das würde mich mal interessieren. Aber wirklich für viele mal so, ey, Open Mind, was machst du denn hier? Voll geil! Und so. Ja. Können wir Lolli haben? Schmeckt, ja doch, das schmeckt nach Hamm. Ja, ich habe mal angefangen als Staubsaugervertreter, ne, früher. Ja, jetzt bin ich im Big Business, ne. Und wir haben so geile Produkte hier, das würde euch auf jeden Fall auch interessieren hier, ne, von Open Mind. Und zwar hier, das gibt hier so Unterhosen an die Paranoia-Packs. Das ist für 3 Jahre Glinurin. Wenn es zu spät ist, dann braucht ihr das hier, ein Fake-Penis. Ne? Immer Quietschenase kriegst du da, ne? Quietschenase! Oh. Ja, aber du bist ja wirklich auch, also du bist der Geschäftsführer von diesem Unternehmen. Und Erfinder. Oft haben Filme, was ich die stellen, die würden jetzt mit anstellen. Aber du läufst da jetzt selber rum als Hampelmann und so und promotest dein Produkt. Das finde ich doch mal schon mal gut auf jeden Fall. Aaron, tut mir so leid, dass du jetzt nicht mehr da bist, weil dieser Penis hätte dir so gefallen. Und verkauft sich das gut? Also wir haben schon über 1 Million glückliche Pisser. Fühlt er sich irgendwie deiner an? Ah, ich bin noch Single, ne? Aber die Eier fehlen. Willst du mitnehmen? Kannst du haben? Boah, cool. Guter wieder, ne? Nee, ich weiß nicht, ob ich. Ich mache das dann zu Hause privat, wenn ich ein bisschen Gleitgel, dann nehme ich es dann direkt in den Mund. Weil du bist jetzt wirklich reich geworden durch das Ganze. Könnte man sagen, du bist reich? Ich habe keine Schulden. Reich? Ja. Oh, der wird auch hart, wenn man ihn rubbelt. Ja. Mal. Ich probiere das dann. Aber er stinkt auf jeden Fall. Ah! Nein! Doch! Das ist mein Haus! No, it's not your house! Das ist mein Haus! No! Why not? I want to sleep here. Ihr habt überhaupt noch lange eine Chance, wenn immer mehr übers Internet läuft, mit einem Druckmagazin? Definitiv. Was machst du denn eigentlich? Machst du Interviews oder was? Ja, ich mach Drogenvideos. Videos über Drogen. Kennst du noch nicht? Kennst du doch, nicht? Natürlich. Ich hab mich auf Arte gesehen. Ja, wunderbar. Ja, na klar. Ja, du hast mich animiert. Ja, echt jetzt? Ja, oh, das ist ja geil. So, ich habe keinen Schlafzimmer heute. Also kann ich direkt bei dir übernachten heute, oder? Ich freue mich erst gar nicht, sorry. Ah, tatsächlich? Ja. Wie viele hast du da? 7. Wie viele dürfen in deinem Bett schlafen? 4. Alles sollte legalisiert werden. Warum nicht alles? Aber was sollte man nicht legalisieren? Alkohol? Ist zwar legal, ja, aber es sollte. Aber ist doch jedem seine Sache, was der macht. Er kann auch selbst entscheiden, wenn er seine Leber kaputt machen will. Das ist seine Entscheidung. Warum sollte der Staat da. Ich mag den Leute nicht. Probier doch mal, warum magst du ihn nicht? Warum sind eure Zelte besser wie die da hinten? Wo oben hinten? Ja, oben sind es auch unsere Zelte. Achso, sind auch ja, eure? Ja, das ist eine Kooperation, genau. Okay, aber warum sind die hier unten besser? Die da unten, die da oben? Das sind ja die identischen. Ja, aber warum sind sie besser? Sind ja nicht besser, sind ja die gleichen Zelte, das alles. Achso, sie sind nicht besser. Also, kauft nicht hier, sie sind nicht so gut wie die da oben. Das war auch gut, gell? Wollt ihr den Penis anfassen? Nee. Nicht? Was ist? Dieser Penis anfassen? Oh, nee, das ist klar. Wollt ihr das? Sieht schon ein bisschen pervers aus, gerade. Und Leon, wie viele Zuschauer hast du hier schon getroffen von dir? Ja, also ich habe eigentlich recht viele Zuschauer getroffen. Ja, also ich wurde noch nie so oft erkannt wie heute. Aber es oh mein Gott, mein Stürmer! Ein Fanboy schon wieder. Genannt, das war der Witz. Ja. Was ist das? Doge. Wie viel kriege ich dafür, dass ich die trage? Das war's vom Video, ja. Meint, ich mach mal die Abmoderation. Checkt beide Kanäle auf. Ja, beide Kanäle, checkt seinen Kabal aus. Er hat sehr viele geile Messenvideos. Das sind seine besten Videos. Er hat auch so andere Videos, aber die Messenvideos sind die besten Videos. Du bist so ein Opfer, der immer schreibt mehr Messen, ne? Ja, ich glaube schon. Also, ich weiß nicht, ob ich es schon mal selbst kommentiert habe, aber ich denke es mir natürlich. Weil die Messenvideos, aber ich finde es schade, deine anderen Videos haben alle mehr Klicks, aber die Messen sind einfach die geilsten. Ja, Daumen nach oben, abonniert beide Kanäle, bis zum nächsten Mal. Kabele heißt es. Kanäle. Kabele.